Servus und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Angezockt hier bei mir beim Bowbers. Und zwar geht es diesmal um Mad Games Tycoon 2. Ich wollte unbedingt mal ein Management-Wirtschaftssimulation machen. Das Game befindet sich im Early Access, ist vom Entwickler und Publisher Eggcode und ist seit dem 21. Januar diesen Jahres 21 rausgekommen. So, und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ich würde sagen, ich zeige wieder mal den Trailer, so wie ich es eigentlich meistens mache, und danach steigen wir dann eigentlich gleich ein ins Spiel. Bis gleich. Ja, und da wären wir auch schon. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da auf mich zukommt. Ich absoluter Kaltstart, wieder mal. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf neues Spiel. Ich habe zwar schon mal mir das hier angeguckt, aber das war es dann auch schon. Also ich habe keine Ahnung, was da genau auf mich zukommt. So, wir machen natürlich die Firma Boba Games. Ein MicroArts, nein, ich habe da unten irgendwo ein B entdeckt. Da ist es. Jawohl, würde ja optimal passen. So, beim Firmenhauptsitz, da ist mir jetzt aufgefallen, dass es hier eben verschiedene Arten von Spielen gibt. Da ich in Deutschland hocke, würde ich sagen, wir machen Deutschland Wirtschaftssimulation. So, Schwierigkeitsgrad, da ist jetzt natürlich die Frage. Ne? Schwierigkeitsgrad wirkt sich vor allem auf den Verkaufszahlen deiner Spiele aus. Da ich ihn angezockt immer gerne mal auch auf einem leichteren Schwierigkeitsgrad mache, würde ich das auch hier tun. Einfach, dass man ein bisschen besser und schneller vorwärts kommt, sodass man ein bisschen mehr zeigen kann. So, für einen schnellen Einstieg in das Spiel kannst du das Startjahr erhöhen. Also 76 fängt es an, bis fast jetzt, sage ich jetzt mal, und wir lassen es auf 1976. Spielgeschwindigkeit sagt mir jetzt halt nichts. Je geringer die Spielgeschwindigkeit, desto mehr Aufgaben können deine Mitarbeiter in einer Woche ausführen. Dadurch wird das Spiel leichter. Da würde ich tatsächlich sagen, wir lassen das auf normal. Karte dürfte anscheinend noch nicht gehen. Anzahl der Konkurrenten setzen wir mal nur auf 40. Es reicht, wenn wir 40 Konkurrenten haben. Okay, ich würde sagen, ich blende mich jetzt mal aus. Liegt einfach daran, dass ich absolut nicht weiß, wo ich mich positionieren soll. Und wenn jetzt halt irgendwie ein Trailer kommt oder sonst was, dann brauche ich da nicht mit im Bild zu sein. So, das ist jetzt natürlich okay. Das kenne ich nicht. Also weiter bin ich noch nicht gekommen. So, ich würde sagen natürlich Bobas. Was haben wir denn für einen Körper? Ich würde schon ein bisschen nach mir gehen, ne? Hier, so ein bisschen klopsig. Moment, ne, das war's dann schon. Ah doch, ich würde... Nein, Krawatte ist überhaupt nicht meins. So, ein bisschen kräftiger. Die Haare, tja, wenn ich nach meinem aktuellen Haarschnitt gehe, dann müsste ich... dürfte ich keine haben. Oder zumindest halt glatt, nicht glatt rasiert, aber ja, kurz. Ach, keine Ahnung. Boah, ist das...
keine Ahnung. Ich lasse jetzt mal die hier. Augen. Ah. Okay, die stylische Brille. Na, dann lassen wir doch die da auf. Ein Bart. Winix. Bart, Schnauzer, Vollbart. Okay. Ja, dann würde ich gerne das hier machen. Jawohl, so ein Vollbart, warum nicht, ne? Hautfarbe. Keine Ahnung, rot, super. Ja, jetzt wir Käsebrötler, ne? Lassen wir es einmal hier so mittendrin. Haarfarbe. Lass mal dunkel. So. Oberteilfarbe, ja, wenn dann eher blau, bitte. Aber ein helles Blau gibt es da auch? Ah ja, doch. Unterteilfarbe. Schwarz, oder? Obwohl, wir sind in der Spielindustrie, da kann man eigentlich auch ein wenig bunter sein. Was gibt es noch für Farben? Nicht viel, ne? Oh Mann. Eine gelbe Hose, komm. Wir machen eine gelbe Hose. Das schaut zumindest so gelb-orange aus. Machen wir. Extra Farbe. Ach, das ist das unten drunter. Das T-Shirt. Okay. Na, dann machen wir doch gelb. Das ist doch cool. So, was sind wir von Beruf? Der Beruf entscheidet darüber, welche Fähigkeit bis 100 trainiert werden kann. Alle anderen Fähigkeiten haben ein Limit von 50. Okay. Was können wir machen? Game Designer, Programmierer, Grafiker, Soundartist, Bürokraft, Spieletester, Techniker, Wissenschaftler. Also, wenn, dann bin ich ja eher der Spieletester, würde ich mal sagen. So. Oh. Ah, okay. Ich habe hier... Ah, 45 Skillpunkte habe ich übrig. Alles klar. Game Testing, da muss ich natürlich auf jeden Fall nicht mal mindestens auf 30, ne? So. Game Design, Grafikdesign, Musik und Sound, da wäre ich gerne besser, weil ich mit meinem Sound ja generell nicht zufrieden bin. Hardware und Technik, Forschung. Forschung würde ich sagen, bauen wir auch nochmal auf 30 aus. Jetzt haben wir noch 15 Punkte. So, Hardware, Technik vielleicht noch. Marketing wäre auf jeden Fall ganz gut. Und ja, ich denke Marketing. Na komm, ich mache nochmal einen auf Game Testing. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. So, was haben wir denn hier? CEO, deine Spielfigur verliert keine Motivation. Startdesigner. Startdesigner erzeugen Hype bei Spielen, an denen sie mitarbeiten. Unerschöpflich. Unerschöpfliche Mitarbeiter brauchen keine Pausen. Fehlerfrei. Fehlerfreie Mitarbeiter erzeugen niemals Bugs. Talentiert. Mitarbeiter lernen schneller. Das auf jeden Fall. Oh, Perks. Ach so, kann ich da mehr einstellen oder wie? Oh, kann ich sogar drehen? Was ist das da? Achso, das ist einfach nur das Symbol für die Kamera. Wie viel kann ich denn da auswählen? Sportlich? Ordentlich? Medizinisches Wunder? Eisern? Dann haben wir noch Führungsstärke. Allrounder? Glück. Wie viel kann ich denn da machen von diesen Perks? Mehr? Kann ich da alles aktivieren oder was? Nein, noch zwei kann ich dann aktivieren, alles klar. Eisern gibt einen Bonus, wenn dieser Mitarbeiter als leitender Entwickler eingesetzt wird. Allrounder. Das Limit für sekundäre Fähigkeiten ist erhöht. Jawohl, passt. Ordentlich. Medizinisches Wunder machen wir noch. Passt. So. Schauen wir mal. Tutorial deaktivieren? Nein. Erhöhter Zufallsfaktor bei Reviews. Da kann ich nichts machen. Keine zufälligen Ereignisse. Das wäre ja langweilig, oder? Erhöhter Zufallsfaktor bei Reviews. Nö, das lass mal alles aus. So, schauen wir mal. Okay. Mad Games Tycoon 2, danke für den Kauf. Bitte bedenke, dass in der Early Access Version noch viele Features fehlen, dass Balancing unausgewogen ist, sowie Bugs vorkommen können. Viel Spaß. So, das steht hier unten anscheinend auch noch. Und es ist gut, dass ich mich ausgeblendet habe. Hallo und herzlich willkommen bei Mad Games. Ich werde dir die Grundlagen des Spiels erklären. Fangen wir damit an, wie du die Kamera bewegen kannst.
So, Tasten WASD, okay, das ist kein Thema. Mit dem Mausrad natürlich scrollen, rechte Maustaste gedrückt halten und bewegen, das geht auch. Okay. Warum steht das Auto hier drin? Ah, okay, und das ist quasi das Gelände. Da kann ich dann eben auch Gebäude kaufen anscheinend. Okay, aber das hier ist natürlich unsere Garage, in der wir anfangen. So, weiter. Um den Überblick zu behalten, kannst du natürlich auch die Kamera rotieren und zoomen. Tasten Y und X, um die Kamera zu rotieren. Okay, das geht auch. Ich habe es aber gerne immer so in einer Einstellung, ganz klar. Mittlere Maustaste gedrückt halten und bewegen, Scrollrad, um zu zoomen. Na, das ist doch auch gut. Ja, das ist gut. Gut, weiter. Ein wahrer Gentleman löst, keine Ahnung. Scrollrad, um zu zoomen, ja. Wie du sicher schon bemerkt hast, musst du dein kleines Studio in deiner Garage gründen. Um zusätzlich etwas Geld zu verdienen, solltest du zuerst deinen alten Sportwagen verkaufen. Klicke den alten Sportwagen an. Na logisch. So. Um dein Auto zu verkaufen, musst du einfach auf den Button Gegenstand verkaufen klicken. Mit der linken Maustaste kannst du aufgehobene Gegenstände platzieren. 20.000 kriege ich da. Naja, dann weg damit. Braucht kein Mensch einen Sportwagen. Tja. Nun sollen wir damit beginnen, dein Studio zu errichten. Um Räume zu bauen, musst du den markierten Button anklicken und den gewünschten Raum auswählen. Oh, neue Forschung verfügbar, lokale Highscore. Boah. Okay, Moment. Wir eins nach dem anderen, ne? Räume bauen. Warte mal, kann ich hier irgendwo die Geschwindigkeit runter machen? Auf Pause? Oder was weiß ich? Hier, zack. Pause, machen wir doch mal. So, einmal hier drauf. Markierten Button anklicken, gewünschten Raum auswählen. Klicke auf den markierten Button Räume bauen und wähle Entwicklung. Ich hoffe, die Musik, die passt. Ich kann das zwar dann immer noch einstellen, ein bisschen leiser vielleicht, aber ich finde es eigentlich ganz angenehm. Gut, ich kann das ja auch separat steuern, das wisst ihr ja. Okay, Entwicklung. Wenn du die linke Maustaste gedrückt hältst und dabei deine Maus bewegst, kannst du das Raumlayout erstellen. Bedenke, dass jeder Raum eine Tür zum Flur haben muss. Nein, echt jetzt? So, designe den Raum, platziere eine Tür, klicke auf Akzeptieren, um den Raum zu errichten. Okay, wir gehen halt einfach mal in die hinterste Ecke, oder? Ich weiß bloß nicht, wie groß ich den machen soll. Machen wir mal so. Jetzt natürlich fehlt eine Tür, ich habe ja noch keine rein. Was, 50.000 für eine Tür? Nein, okay. Ja, wenn die Tür so nach rechts aufgeht, dann würde ich sagen, machen wir sie in die Ecke. Dann kann man schön von vorne hier reingehen. So, dann Fenster. Wollen wir doch auch drin haben, oder? Noch eins hier. Ach, das geht nicht. Aber ich kann hier ein Fenster reinmachen, oder da? Okay, so wie es halt im Trailer gezeigt ist, ne? Okay, akzeptieren. So, nun musst du deinen Raum einrichten. Jeder Mitarbeiter benötigt nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern achtet auch darauf, wie gut dein Büro ausgestattet ist. Platziere mindestens einen Arbeitsplatz. Na gut, wir brauchen ja einen, also sollte... Oh doch, da vielleicht neben das Fenster, hm? Jawohl. Muss ich mindestens einen Arbeitsplatz... Also ich könnte auch mehr platzieren. Ich weiß halt nur nicht, was ich noch brauche. Ich mache mal noch einen zweiten mit hin, das passt dann schon. So. Ups. Es ist wichtig zu wissen, dass deine Mitarbeiter Bedürfnisse haben, die erfüllt werden sollten. Unzufriedene Mitarbeiter neigen dazu zu kündigen. Daher ist ein Aufenthaltsraum und ein WC für jedes Studio ein Muss. Nun sollten wir deinen Spielcharakter dem Entwicklungsraum zuweisen. Klicke dazu deinen Spielcharakter an und werfe ihn in den Entwicklungsraum. Er wird sich automatisch einen freien Arbeitsplatz suchen. Schwupps. Der hängt da ein bisschen in der Luft. Hm. Okay. Im gewünschten Raum. Okay. Wähle Spiel entwickeln. So, nee. Klicke auf den Button des Entwicklungsraums. Ah, auf den hier. Okay. Wähle Spiel entwickeln. Gut, wie du siehst, sind einige Optionen nicht verfügbar. Diese schalten sich aber im späteren Spielverlauf frei. Um ein neues Spiel zu entwickeln, klicke auf Neues Spiel. Alles klar, neues Spiel.
Dir stehen viele unterschiedliche Einstellungen für deine Spiele zur Verfügung. Blätter dich durch sämtliche Seiten des Menüs und passe das Spiel nach deinen Wünschen an. Wenn du fertig bist, klicke auf den Button mit dem grünen Haken. Also, erstens konzipiere das Spiel nach deinen Wünschen, zweitens klicke auf Entwicklung starten. Okay. Leitender Designer bin natürlich ich, ist ja klar. So, Hauptgehende? Oh. Ja, Geschicklichkeit, okay. Untergenre? Können wir schon immer. Okay, Hauptthema. Fußball, Weltkriege oder Haustiere? Ich hasse Weltkriege. Fußball mag ich nicht wirklich. Aber ich mag Haustiere. Also von daher machen Haustiere. So. Untergrenze, da kann ich nichts machen. Da auch nicht. Zielgruppe Kinder. Uff. Teenager. Teenager? Jawohl, Kinder, ne? Mit Tieren und so weiter. Jo, lassen wir mal. Spielgröße B. Okay, wenn das natürlich, ja, okay. Spieltyp Standardspiel. Tja, wir machen noch kein Massive Multiplayer Online Dingsbums Genre. So, was ist das hier? Da, okay, da müssen wir uns quasi durchgehen. So, ohne Entschieden, Gewinnbeteiligung 0%. Okay, Entschieden erwerben, die Liste ist leer, gekaufte Entschiedens. Okay, Multiplattform-Spiel, Retro-Spiel, Arcade-Kabinett, Handyspiel. Handyspiel. Warum nicht, oder? Obwohl, wenn es für Kinder ist. Ach, machen wir das. Multiplattform-Spiel. Okay. Ein Byte. Fertig. 0, 7, Marktanteil 92. Byte One, Technologiestufe 1, Hersteller bla. Kaufpreise, Entwicklungskosten 3300. Benötigt Gameplay, Feature, Tastatur-Support. Naja. Okay, machen wir mal weiter. Hui. Engine Features. So. Speaker Sound. Nur eigentliche Pieptöne untermalen das Spielgeschehen. Primitive KI. Eine sehr simple künstliche Intelligenz, die auf Aktionen des Spielers reagiert. Primitive Physics. Tja. Muss ich mal gucken, ne? Was sind diese Dinger hier? Das kostet 3000, okay. Rein damit. Jetzt sind wir schon bei 23.000. Was haben wir am Budget? 50, glaube ich, ne? War das? Ah, ne, hier unten, da haben wir schon mehr. Okay. Speaker Sounds können wir nur die da nehmen. Ja. Und ja, so. Also, wir sind hier bei 23.6. Kopierschutz, alles klar. Nächste Seite. Designer-Priorität, das Gameplay natürlich, sollte mehr im Vordergrund stehen. Spiellänge vielleicht auch ein bisschen. Wir brauchen Atmosphäre. Wir brauchen auf jeden Fall einsteigerfreundlich, weil wir ja für Kinder ja haben. Ne? Core Gamer, Casual Gamer, das lassen wir einfach mal. So, Arbeitspriorität. Da würde ich sagen, vielleicht auf die Technik, dafür weniger auf den Sound, mehr aufs Gameplay als auf die Grafik. So, Sprachen, alle Sprachen deaktivieren oder aktivieren? Sind jetzt aktiviert? Aktivieren, oder? Wow, 78, oh Alter. Okay, Deutsch, Englisch. Was nehmen wir noch? Italienisch, Spanisch, Französisch, Schwedisch. Nö, wir lassen das jetzt mal hier mit den Zweien. Ist okay. So. Entwicklungskosten. Wow, also da kann man ja echt viel einstellen, ne? Pausefunktion. Eine Pausefunktion ist nützlich, damit der Spieler eine Pause einlegen kann. Ja, definitiv. Tastatursupport. Dieses Feature erlaubt es, das Spiel mit einer Tastatur zu bedienen. Definitiv. Da bin ich froh, wenn ich das kann. So.
benötigt das Gameplay-Feature In-App-Käufe. Dieses Feature wurde noch nicht hinzugefügt. Alles klar. So, Finanzierung, Grundkosten 10.000, Technologie 10.300, Content, Features 4.000, Gebühren und Lizenz 13.300. Also wir sind insgesamt bei 37.000. Was ist das da? Arbeitsaufwand, das sind wahrscheinlich die Tage. Ja, das passt doch dann. Was ist das da? Spielkonzept. Die Liste ist leer. Spielberichte. Okay, ich würde sagen, wir haken das Ganze mal ab. Du musst dem Spiel einen Namen geben. Ja, wenn wir jetzt natürlich mit Tieren arbeiten, ne, dann könnten wir zum Beispiel Patty Boo. So, Patty Boo. Machen wir das Ganze. Und dann nochmal hier so, zack. Okay, soweit so gut. Um die Spielgeschwindigkeit zu regulieren oder das Spiel zu pausieren, kannst du auf die markierten Buttons klicken. Klicke nur auf die höchste Spielgeschwindigkeit, damit der Charakter die Arbeit aufnimmt. Du machst aber sehr schnell, warte mal. Du kannst nun beobachten, wie dein Spielcharakter an deinem Spiel arbeitet. Sobald das Spiel fertiggestellt wurde, erscheint ein Menü, um das Spiel zu veröffentlichen. Warte, bis das Spiel fertig gespielt wurde. Ich kann leider nicht näher ranzoomen. Schade. Sie existieren, weil wir es zulassen. Okay, machen wir mal schnell. Dass wir wirklich ein wenig schneller vorkommen. Was? Nintendo hat das Spiel Star of the Forsaken veröffentlicht. Da müssen wir echt aufpassen, wenn Nintendo hier uns Konkurrenz macht, ne? Wir wollen natürlich besser sein als Nintendo. Autos buddeln? Was ist das? Das gehen alle geschicklich. Oh! Patty Boo. Die nötigsten Arbeiten an diesem Spiel wurden abgeschlossen und es ist bereit für die Veröffentlichung. Du kannst auch weiter an dem Spiel arbeiten und Verbesserungen vornehmen. Allerdings sind in der Polishing-Phase die Arbeitsergebnisse gering und Bugs werden nur langsam entfernt. Ja, Publisher suchen, würde ich sagen, oder? Publisher suchen. So. Entweder Epicsware, Marktstärke 40, Vergütung 8. Dann hätten wir hier Middle, Marktstärke 15, Vergütung 9. Und hier haben wir Hudson, Marktstärke 60, Vergütung 7. Tja, da ist dann natürlich die Sache, ne? Ich habe lieber eine geringere Vergütung, aber eine größere Marktstärke. Also ich würde sagen, hat Sinn, ne, mit dieser Biene. Oh, Geschicklichkeit ist aber allerdings hier besser, ne? Dann machen wir vielleicht Mittel. Oh, das ist jetzt echt schwierig, ne? Was soll ich denn da wählen? Weil die haben Marktstärke halt schon hoch. Oder wir nehmen einfach die Mitte. Aber das ist halt eher hier für Adventure. Geschicklichkeit. Und das ist Denken. Ja gut, dann nehmen wir das. Untergehendere haben wir nicht. Dann machen wir Mittel. So. Gewonnene Erfahrung. Überall plus 1. Wenn du ein Spiel fertiggestellt hast, bekommst du Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen. Durch steigende Erfahrung können zum Beispiel die Entwicklungskosten sinken oder dein Spiel verbessern. Alles klar. Ja, dann haben wir jetzt halt hier überall einen Punkt bekommen. Abhaken. So, Übersicht, wie viele Spiele zurzeit erhältlich sind, welche auch das Genre Geschicklichkeit oder das Thema Haustiere haben. 0. Okay, nur das ist doch gut. So, Mad Game Software Rating Patty Boo hat von der MGSR folgende Alterseinstufung erhalten. 0. Das ist cool. Oh, und dein Spiel hat von der Mad Game Software Rating eine Alterseinstufung erhalten und liegt nun bei sämtlichen Spielemagazinen auf dem Schreibtisch. Schauen wir uns dein Ergebnis an. Klicke auf Akzeptieren. Nur? Okay.
Gerne hätte ich für das Gameplay mehr Punkte gegeben, aber die zahlreichen kleinen Schnitzer haben das verhindert. Die Grafik hätte noch eine Spur detailreicher ausfallen können. Für mich Genre-Standard. Soundtechnisch fand ich dieses Spiel gut, aber nicht atemberaubend. Eine wirklich durchdachte und unkomplizierte Steuerung lassen dich sofort ins Spielgeschehen eintauchen. Neuer Wein in alten Schläuchen. Egal, es ist auf jeden Fall ein Spaß für zwischendurch. Na, ist doch in Ordnung. Also ich denke jetzt, das ist in Ordnung, ne? Falls ein Spiel nicht deine Erwartungen erfüllt, musst du nicht enttäuscht sein. Du kannst zum Beispiel eine Forschung errichten und neue Features für deine Spiele freischalten. Später kannst du auch fortschrittliche Räume wie Grafik- oder Soundstudios bauen, um deine Spiele weiter zu verbessern. Klingt doch schon mal ganz gut. So, zack. So, Moment. Einmal auf Pause. Dein Publisher hat für Petibu... Oh, kann ich die Nachrichten nochmal angucken? Da auf jeden Fall nicht. Was ist das da? Die Anzeige informiert dich darüber, ob ein Mitarbeiter keinen Raum zugewiesen wurde. Hier kannst du einstellen, welche Nachrichten angezeigt werden. Es gehen schicklich. Diese Trennung noch 87 Wochen. So, das Genre Geschicklichkeit und das Thema Auto liegen zurzeit im Trend. Unbeliebt sind zurzeit die Genre Adventure und Thema Buddeln. Okay, dann würde ich sagen, wir machen natürlich irgendwas mit Autos und Geschicklichkeit. So, Glückwunsch, du hast nun dein erstes Spiel veröffentlicht und die grundlegendsten Funktionen von Mad Games Tycoon 2 gelernt. Mache dich weiter mit den Möglichkeiten des Spiels vertraut, baue weitere Räume, stelle neue Mitarbeiter ein, erforsche neue Dinge und entwickle den nächsten Superhit. Viel Spaß, weiter. So, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt das Tutorial war. Es war auf jeden Fall das Tutorial, das ist klar. Aber an der Stelle würde ich tatsächlich sagen, machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Da schauen wir dann mal, was wir vielleicht noch für Spiele entwickeln können. Da werde ich ein bisschen beobachten, was da oben so steht. Ja, und dann wäre es natürlich super, Moment mal, ich blende mich wieder ein, wenn ihr mit dabei seid. Ich denke, dass ich mich hier so ein kleines bisschen weiter nach oben schiebe, dass man da unten die Leiste sieht. Aber an sich könnte ich hier bleiben, wenn da nicht ständig Text Einblendungen kommen, aber die kann ich ja vorlesen, so wie ich es eigentlich die ganze Zeit mache. Ne? Ich hoffe jedenfalls, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Interesse daran. Das Spiel, wie gesagt, ist jetzt erst rausgekommen, ist gerade noch im Early Access Status und kostet, glaube ich, ein bisschen weniger, aber trotzdem noch um die 18 Euro, glaube ich, habe ich gezahlt. Jo, lasst mir es gerne wissen in den Kommentaren. Also, Like nicht vergessen, Kommentar nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.